Moin Ladies, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Anno 1602. Wir werden mal sehen, wo wir denn stehen geblieben sind. Wir hatten uns um das Nahrungsproblem gekümmert. Die Crash-Diät sollte vorbei sein. Ihr habt euren Einwohnern die Baumaterialien entzogen. Das haben wir natürlich gemacht. Aber das werden wir jetzt mal wieder ändern. Denn die Nahrung dürfte jetzt wieder steigen. 22 Tonnen sind schon im Kontor. Tendenz steigend, einfach schon, weil ja auf dieser Insel die Produktion auf Hochtouren läuft. Wie sieht's hier aus? 6 Tonnen sind schon drauf. Vielleicht bauen wir die ganze Kette hier einfach nochmal hin nachher. Das werden wir uns mal anschauen. Wir lassen erstmal unsere Bürger sich weiterentwickeln. So viele sind es ja gar nicht mehr, die jetzt noch entwicklungsfähig sind. Und dann werden wir uns nachher auch erstmal um Tabak kümmern. Und auch Erz ist mittlerweile angekommen auf unserer Insel. Auch das Problem wäre damit gelöst. Stehen wir hier im Weg unseren Fischern? Lass mal ein bisschen bekrümeln. Was wir jetzt mal parallel machen werden, ist schauen, wo können wir überhaupt Tabak anpflanzen. Hier, okay, hier haben wir aber auch schon Wein zu stehen. Vielleicht suchen wir uns einfach noch eine Insel. Okay, die Insel ist zum Beispiel schon mal Musch. Hier ist ein Vulkan drauf, auch nicht so das Wahre. Die wäre zum Beispiel frei, auch wenn die relativ klein ist. Hier oben ist noch eine relativ große. Zuckerrohr, Tabak, alles 50%, das ist schon mal Schrott. Die ist auch noch annehmbar, sag ich mal. Gut, okay. Ich würde sagen, wir schippern erstmal in diese Richtung. Und sehen uns das Ganze an. Während... Am besten ist, wir nehmen direkt erstmal gleich auch noch was mit, dann bauen wir direkt was. Schmeißen wir alles aufs Konto, was wir haben. Und dann fahren wir erstmal los. 21 Tonnen Werkzeug, da kann man schon mal was mit machen. Ah, das ist Mist hier, obwohl hier Kakao angebaut werden kann. Wenn wir den Einzugsgebiet hier unten meiden, könnten wir hier natürlich Kakao anpflanzen. Das war sowieso Mist. Das war auch Mist. Die kennen wir noch nicht. Okay, ich würde sagen, wir schnappen uns trotz Vulkan diese Insel. Lassen uns aber hier hinten nieder. Und fangen dann vielleicht eben doch mit Kakao an und nicht mit Tabak. Das wird ja auch noch gehen. Habe ich das jetzt irgendwie verkackt hier gerade? Jo, hab ich. Na, auch schön. Dann können wir noch ein bisschen mehr Werkzeug mitnehmen. Hat ja auch was. Wo wollte ich jetzt hin mit uns? Hier wollte ich hin mit uns. Genau, so war das. Jetzt schippert's los, die kleinen Korallen. Okay, das war natürlich sehr clever gerade von mir. Wie sieht's hier aus? Prinzip hier sehr gut. Wir gucken mal auf die Nahrung. 38 Tonnen, 76 Tonnen Stoffe, Gewürze sieht sehr gut aus, Wein genauso. Also prinzipiell sieht das alles sehr vernünftig aus. Ich würde sagen, wir fangen direkt an, die nächsten Geschichten hier anzubauen. Wir werden das Konto mal hier oben hinstecken, damit wir die Insel möglichst gut nutzen können. Ich würde einfach diesen großen Bereich hier meiden. Also da werden wir einfach nichts anbauen. So, dementsprechend werden wir auch gleich... Wenn wir schon mal dabei sind, um es zu beschleunigen, werden wir hier auf jeden Fall schon mal wieder noch ein kleines Handelsschiff bauen. Das uns den Kakao nachher auch bringt. Okay... Wie sieht's da aus? Die Feuerwehr kommt. Kein Problem. Alles gut gelaufen. Okay, zurück hierhin. War das wieder aufregend. Alles einmal ausladen. Und dann bauen wir direkt mal noch einen Marktplatz hier hinten hin. Und dann kann doch schon gar nichts mehr schief gehen. Problem mit dem Vulkan ist wirklich, man weiß nie, wann er ausbricht. Und das kann einem richtig auf den Keks gehen, wenn dann direkt die Produktionsketten unterbrochen werden. Hat man echt Probleme. Deswegen meide ich das immer ganz gerne. Okay, so. Kakaoplantage. Die erste werden wir mal... Ja, wie weit spuckt der überhaupt, ist die Frage, ne? Werden wir mal... Wir können ja mal ganz geschmeidig hier anfangen. Da hinten kann ja eigentlich mal gar nichts passieren. So. Ein bisschen Schocki bekommen.
Wie nennen wir die Stadt überhaupt hier? Ich würde sagen, das ist Neubrandenburg. Das ist Neubrandenburg, genau. Sollte Neubrandenburg würdig sein. Ein kleiner Dreckshaufen von Stadt. Was mich noch so ein bisschen beunruhigt, wir können nach wie vor noch kein Gold anbauen. Also wir könnten später keinen Schmuck herstellen. Das wäre natürlich recht ungünstig, wenn dem so bleiben sollte. Machen wir gleich noch eine dritte? Ich glaube schon. Wenn ich cheat gehen kann, oder? Ich kann natürlich erstmal noch auf Null setzen, um ein bisschen Geld zu sparen. Wie sieht es überhaupt aus finanziell? 317 plus. Komm Jungs, wir bauen noch eine dritte. Was soll's. Was kostet die Welt? Jetzt nur noch hier hin. Dann soll das auch erstmal reichen. Dreimal Kakao haben wir dann. Könnten natürlich theoretisch sogar ihn hier noch was mitnehmen lassen, aber da der schon Nahrung, Erz und Gewürze holt, wird das nicht so viel. Und das ist auch eine relativ wichtige Kette, die will ich ungern unterbrechen lassen. Das lassen wir lieber. Okay, so viel dazu. Dann schmeißen wir das gleich mal wieder zurück aufs Schiff und fahren zur nächsten Insel. Wir schauen mal, was es da gibt. Wenn es da jetzt zum Beispiel Tabak gibt, dann könnte man eine Route bauen, die hier Tabak abholt, da Kakao und dann direkt wieder zurückfährt. Und ein Schiff ist vom Stapel gelaufen. Eure Flotte ist um ein stolzes Schiff reicher. Das freut uns. Und das wird die Flying Rübke. Ganz eindeutig. Und Flying Rübke wird nämlich Sachen aus Neubrandenburg abholen. Wenn das nicht passt, dann weiß ich auch nicht. So, wo waren wir gewesen? Ach nee, wir können ja erstmal schon mal das Ganze einrichten hier. Das wäre gar nicht schlecht. Wir wollen nach Dewitz, wir wollen nach Neubrandenburg. Aber wir wollen wahrscheinlich auch noch hierhin, je nachdem, was es da gibt. Ne, hier war das gar nicht. War das hier? Auch nicht. Wo ist denn unser Schiff jetzt hin? Flying Flex. Was haben wir jetzt schon wieder gemacht hier? Flying Korablin, wo bist du? Ich hab keine Ahnung. Ich wollte ihn nicht da hinfahren lassen. Da sollst du hinfahren. Okay. Genau. Flying Rücke soll uns Kakao holen. Kakao, Kakao, Kakao. Wo bist du? Da ist Kakao. Auf das Schiff. Soll es nicht, sondern aufs Kontor. Und hier soll es aufs Schiff geladen werden. Und dann lassen wir ihn erstmal losjappen. Vorher werden wir die natürlich aktivieren. Kann doch gar nicht schief gehen hier. Dann darf er sich mal schlau machen, was sie gibt. Okay. Nur Schrott. Das ist auch nur Mist. Der plant schon mal nicht auf. Ich glaube, hier gab es noch Tabak. Wollen wir hier direkt noch Tabak hinbauen? Bringt uns das was? Wenn wir hier nachher noch Wein hinbauen? Wenn wir hier vielleicht alles voller Tabak knallen? Wie wird das überhaupt aussehen? Passt da überhaupt was hin, ist die Frage, ne? Erweitert seine Flotte. Ach doch, das sieht ganz gut aus. Ja, das machen wir so. Das werden wir so machen. Oder erforschen wir hier oben noch mal ein bisschen was? Wäre vielleicht nicht verkehrt, wenn wir das machen, ne? Das wäre nicht verkehrt. Gucken wir uns die Insel hier erstmal nochmal an. Und hier können wir sowieso schon ein bisschen was bauen. Dann setzen wir hier jetzt direkt mal eine Tabakplantage hin. Ne, können wir gar nicht. Vorher müssen wir erstmal... Obwohl, wir können ja erstmal hier aufbauen, bevor wir dann hier das Weingut auch hinknallen. Das ist ja auch Quatsch, was ich hier mache. Das werden wir so machen. Erstmal, damit wir uns nachher die Transportwege nicht versperren, werden wir mal hier den Marktplatz ein bisschen umrunden. Und dann setzen wir mal ein paar Tabakplantagen. Ich würde auch sagen, wir machen direkt mal 4 davon. Und danach dann... Drehen wir die Karte einmal um, bitte hier. Danke. Und danach dann 2... Verarbeitung zu bauen. Ich weiß gerade nicht, wie es heißt. Tabakplantage ist das und das andere ist dann wahrscheinlich eine Zigarrendreherei oder irgendwie sowas in der Richtung.
Werden wir aber gleich erfahren. So. Nummer 2, aber die kriegen wir dann nicht gut. Die kriegen wir dann nicht gut abtransportiert. Das heißt, das würden wir mal so machen. Dann setzen wir das so und da kommen wir noch zwischen. Da kann uns nichts passieren. Erweitert seine Flotte. Mach das mal. Und eine bauen wir dann noch hier hin oder hier hin. Ist ganz egal. Schnell mit der Straße verbinden. Und dann Tabakwaren. Aha, okay. Tabakwaren bauen wir dann eine ganz entspannt. Ja, zwei passen hier gar nicht hin. Schade, das ist ungünstig. Aber gut, eine kommt dahin. Wir müssen ja auch eigentlich nur in der Nähe. Hier geht erstmal nur eine, weil wir kein Material mehr haben. Auch gut. Sind wir noch im Einkaufsmodus? Ja, das lassen wir mal so. Vielleicht passiert dann gleich noch was. Was kauft ihr hier noch genau ein? Okay, wir werden mal kurz warten. Wir müssen ja sowieso erstmal noch der Flying Film oder einen neuen Auftrag erteilen, dass der nicht mehr nur von Kritzmo nach Dewitz Wein bringt, sondern auch noch Tabak auf das Schiff laden, genau. Und in Dewitz sollst du das bitte aufs Konto laden. Okay. So viel dazu. Läuft hier eigentlich alles? Die Erzschmelze läuft irgendwie nicht. Wo ist das Problem, Kumpel? Warum hast du kein Erz? Kommt er nicht hinterher hier? Was war das? Die Flying Flex, glaube ich, ne? Doch, du bringst was. Wie viel bringst du denn? 5 Tonnen. Ja, das ist nicht doll, ne? Aber eine zweite daran bauen bringt, glaube ich, auch nichts. Die Karte wieder zurückbringen hier. Na gut, okay. Dann müssen wir uns ja auch noch drum kümmern. Aber erstmal zurück zu den Produktionsstätten. Kakao läuft anscheinend. Aber Flying Rücke hat keinen Bock, irgendwie sehe ich gerade. Nö, da macht man nichts. Ich bin mich wieder irgendwo verdrückt, natürlich. Flying Rücke, jetzt holt er was ab, sehr gut. Seid mal her. Ja, 26 Tonnen Kakao wird er uns liefern. Hier hat sich noch nichts getan. Aber mittlerweile ist hier oben unser Schiff angekommen. Dann schauen wir mal, was der hier drauf bringen kann. Tabakweintrauben, Zuckerrohr 100%. Ah, ich würde sagen. Und Gold. Okay, die sichern wir uns mal definitiv. Das ist wichtig. Das ist mehr als wichtig. Bevor wir irgendwas anderes machen, sichern wir uns mal die komplette Insel. Damit hier mal absolut nichts mehr schief gehen kann. Okay, irgendwo ist sogar ein Vulkan ausgebrochen. So, da kann nichts mehr schief gehen. Die lassen wir leer zurück, macht aber nichts. So, wo spuckt der Vulkan hier gerade? Auch wieder nicht bei uns, das ist in Ordnung. Das ist doch schwer in Ordnung. Irgendwie habe ich die Karte jetzt so gedreht, dass ich nicht mehr durchsehe. So ist Original, ne? Sehr gut. Okay. Die haben uns gesichert später für Gold und auch vielleicht sogar für Zuckerrohr, wenn wir das wollen. Haben uns die schon angeschaut, ja, die taugt nichts. Wollen wir oben nochmal hinfahren? Ja, schauen wir uns auch nochmal an. Ihr seht, die Karte wird langsam immer weißer, ne? Also wir haben jetzt schon, ich weiß, Farben kann man nicht steigern. Danke, Herr Philipp, aber trotzdem, weiß breitet sich aus. So wollte ich es ausdrücken. Was bringst du? Ein schönes Erz auch noch. Ja, sehr gut. Sieht es überhaupt nahrungsmäßig aus jetzt? Volles Kontor. Volles Kontor, da kann nichts schief gehen. Das sieht ja wirklich sehr gut aus. Kakao, haben wir schon Kakao drin? Haben wir auch. Heißt, nö, mehr Steuern zahlen sie trotzdem nicht, die... Okay, das finde ich jetzt nicht in Ordnung. Können wir aber nicht ändern. Wir müssen auf jeden Fall hier nochmal Tabakwaren bauen, damit das auch geht. Und er hat auch schon eingekauft für uns. Sehr gut. Wo bauen wir dann noch einen hin? Da bauen wir noch einen hin. Perfekt. Und da klemmen wir hier noch Straßen hin. Okay, dann haben wir jetzt hier zweimal Tabakwaren und viermal Tabakplantage. Dann sollte das auch passen. Und er bringt auch schon die ersten dicken Zigarren nach Dewitz. Zwischendurch würde ich sagen, speichern wir mal wieder. Gesichert. Gesichert. Und dann dürftet ihr euch doch jetzt auch schon mal wieder ein bisschen weiterentwickeln, oder? Ah, da habe ich vergessen. Ich habe ja komplett ignoriert, dass sie noch ein paar Wünsche hatten, die guten.
Was wolltet ihr nochmal? Ihr wolltet auf jeden Fall eine Kirche haben und ihr wollt ein Badehaus. Sieht finanziell aus. Oh, enge. Eng. Aber wir haben ein gutes Polster da oben. Okay, wenn wir die dahin bauen, passt das. Und das Badehaus könnte genauso dahin. Das sieht ja sehr gut aus, ja. Okay. Dann. Da oben geht ja auch noch was. Das wird ja sogar so noch reichen. Okay. Gut, gut. Machen wir es dann einfach mal so, damit wir nachher ein bisschen Luft haben. Das machen wir so. Den bauen wir dahin. Guckt euch dieses fette Teil doch mal bitte an, ey. Das sieht echt gut aus. Okay. Ich glaube, damit haben wir jetzt aber so ein Mini-Problem. Die Pioniere, die wir hier mal gebaut haben, die sich eigentlich nur, die nur Geld bringen sollten, die werden sich jetzt weiterentwickeln, weil sie jetzt zwar die Kapelle nicht im Einzugsbereich haben, aber eben die Kirche. Das heißt, es kann sein, dass wir direkt nochmal nachlegen müssen, was nachher Stoff und Wein und Nahrung angeht, aber wir werden uns das mal ansehen, wie das läuft. Wir werden auf jeden Fall jetzt auch noch ein Badehaus bauen. Das werden wir mal hier unten hinbauen. Ja, das sieht gut aus. So, damit haben wir erstmal alles gemacht, was die Jungs wollten. Nur, dass wir noch zu wenig Tabak bis jetzt haben. Aber das ist ja fast normal. Wir können aber schon mal die Steuer ein bisschen hochsetzen, um ein bisschen Geld zu machen. Unsere Bilanz ist nämlich verdammt schlecht geworden gerade. Okay, wir waren hier oben noch zugange und wollten uns die Insel mal anschauen. Tabak, Weintrauben, Zuckerrohr. Ich würde sagen, die schnappen wir uns auch gleich nochmal. Das kann nicht schaden. Okay, die ist auch direkt komplett erschlossen. So, welche können wir uns noch anschauen? Die werden wir uns nochmal anschauen. Dass wir da oben Gold gefunden haben, ist echt Gold wert. Haha. Nee, also das ist wirklich top. Jetzt haben wir hier auch noch Tabak und auch noch Zuckerrohr. Die nehmen wir uns auch gleich nochmal mit. Wir machen jetzt hier richtig Nägel mit Köpfen. Können aber kein Konter bauen, sehe ich gerade. Was fehlt uns denn? Werkzeug, okay. Die holen wir uns aber auch noch. Fahren wir hier nochmal hin. Während er fährt, werden wir nochmal speichern. Spielstand gespeichert. Und dann schauen wir mal jetzt, wie es hier aussieht mit dem Tabak. Null. Tabakwaren gehen zur Neige. Tabakwaren gehen zur Neige. Wie viel bringst du denn, Kumpel? Flying Filmo, zeig mal her hier. 10 Tonnen. Das ist mau, Kumpel. Das ist mau. Da müssen wir noch ein bisschen was machen. Heißt, wir werden mal ein bisschen erweitern hier. Wenn hier unten mal anfangen, irgendwo möglichst günstigen Marktplatz hinbauen. Das ist gar nicht so leicht, das merke ich gerade. Und werden mal noch eine Stufe, noch eine Produktionskette an Tabak aufbauen. Fangen wir hier an. Hier geht auch nur eine hin, leider, aber gut. Hier wieder ein Hirsch umgefallen. Sorry. Jetzt sehe ich auch gerade, dass wir eine tiefe Erzmine bauen können. Das sollten wir, was ich jetzt hier gemacht habe, ist natürlich totaler Musch, ne? Macht ja gar keinen Sinn hier. Da werden wir uns jetzt erstmal drum kümmern. Wenn ich jetzt nicht ganz verkehrt bin. Okay, erstmal die Steuer ein bisschen raufsetzen hier, das gefällt mir. Oh, nee, das Mist. So muss das. Na, warte nu. So, so ist gut. Jetzt schauen wir uns doch mal hier die Erzmine an. Tiefe Erzmine. Wenn wir die jetzt draufbauen würden, was nicht geht, weil wir kein Werkzeug haben. Okay. Ein Teufelskreis. Wir müssen wieder einkaufen. Okay, wir kaufen schon einen. Wir setzen es mal komplett hoch hier. Wir wollen Werkzeug haben. Das hilft alles nichts. Oh, eine Tonne können wir liefern. Immerhin. Wir haben die ersten Kaufleute, ohne dass ich es mitbekommen habe. Die wollen natürlich ganz gerne Kleidung haben. Aber erstmal setzen wir die Steuer hoch, bevor wir irgendwas anderes machen. Das bringt uns eine hervorragende Bilanz. Das ist wirklich sehr schön. Jetzt geht es aber nachher wirklich auch in eine Richtung, wo wir wieder auf unsere Vorräte achten müssen. Nahrung sehr gut, auch gut. Stoffe, da fängt es nämlich schon an. Ich sehe gerade, wir haben genug Eisen, haben aber kaum Werkzeug. Und das auch noch. Okay, wir stoppen jetzt erstmal die Entwicklung. Sonst bekommen wir nachher gewaltige Probleme. Kannst du mich nur vorbeilassen, Kumpel. Flying Flex macht sich ganz schön bereit da. Tabakwaren gehen zur Neige. Okay, bringst du gerade was? Ja, du bringst was. Aber auch wieder nur 10 Tonnen. Okay. Haben wir schon wieder ein bisschen was? Ne, wir haben keine Ziegel.
Liegt es jetzt daran, dass die noch nicht richtig angelaufen war, die Produktionskette, oder reicht das wirklich noch nicht, ist die Frage, ne? Die Stadt ist natürlich gerade relativ groß geworden schon. Aber wir werden mal schauen, dass wir uns allererst mal auch wieder um die Stoffe kümmern. Dafür würde ich jetzt glatt mal sagen, wir brauchen gar nicht so viel Holz, wie wir es momentan hier haben. Und werden die einfach mal laufen lassen. Und die beiden, von denen werden wir uns mal trennen. Und machen damit den Weg... Oh, Kumpel, ich glaube, du weißt gar nicht mehr wohin, genau. Und werden mal direkt uns um Stoff kümmern. Das könnten wir uns natürlich... Baumwolle 50%, ne. Okay, wir werden erstmal mit Schafen weiterarbeiten. Das ist nicht ganz so effizient, das können wir aber immer noch mal ändern. Ja, das sieht doch gut aus, wenn das so ein bisschen auf einem Haufen ist alles. So hat er freie Bahn. Und so hat er freie Bahn. Und dann organisieren wir uns noch eine weitere Webstube. Den werden wir aber mal umranden hier. Wenn ich den Faden verlieren. Und wir haben auch schon eine Weberei, glaube ich, ne? Eine Schneiderei, Weberei. Was war jetzt das Bessere? Okay, der macht, genau. Das ist nämlich die bessere Stufe, der arbeitet effizienter. Jetzt haben wir aber natürlich kein Werkzeug mehr. Ich glaube, wir bauen, damit das Ganze mal ein bisschen fixer läuft, noch eine weitere Werkzeugschmiede. Tabakwaren gehen zur Neige. Ja, das ist Mist. Das ist natürlich Mist. Da müssen wir gleich noch unbedingt nachlegen. Auf jeden Fall werden wir mal gucken. Alles andere sieht aber gut aus. Außer Stoffe eben. Aber da kümmern wir uns ja schon drum. Wie sieht es denn hier aus? Immer noch keine Ziegel. Dann werden wir mal die Flying Korablin zwischendurch mal wieder speichern. Spielstand gespeichert. Werden wir mal ein paar Ziegel aufladen. Wie hier so noch Werkzeug ist, ja. Dann fahren wir mit der Flying Korablin mal wieder hoch. Und werden hier unser Tabakproblem mal lösen. Und hier haben wir natürlich weiterhin ein Auge darauf, dass wir die Weberei bauen wollten. Die werden wir dahin bauen. Also da, wo schon die Webstube war, kann man das einfach drüber bauen. Dann ist das sozusagen erweitert. Hier hatten wir auch noch eine. Und ich glaube, das reicht dann schon, weil die sich alle Schafsfarmen in der Gegend schnappt. Das sollte passen. Können natürlich, damit die richtig ausgelastet ist, vielleicht sogar hier noch mehr Schaf hinbauen. So, und dann vermute ich, dürfte das so passen. Okay. Als nächstes... Guck mal, Flying Korablin, du kommst ja schon wieder wie gerufen hier. Laden wir jetzt die Ziegel aus. Mal wieder was Holz. Und kümmern uns darum, dass wir hier mehr Tabak bekommen. Hatte ich ja gehofft, dass das so einigermaßen aufgeht. Okay, nicht zu 100%, aber es dürfte passen eigentlich. Ich glaube jetzt nicht, dass das so viel ausmacht. Wo wir auch noch eine Straße setzen müssen, ne? Na, egal, passt schon. Jetzt ziehen wir auch mal durch hier. Und dann setzen wir da noch einmal Tabakwaren hin. Und dann sollte das doch so langsam mal aufgehen eigentlich, dass wir genug Ware bekommen. Okay. Die Stadt werden wir mal so lassen, wie sie ist. Und mal kratzen wir die ganzen Waren entziehen. Und fliegen mit der Flying Korablin zurück hierher, um hier ein bisschen Werkzeug herzubringen. Gesichert. Und werden dann jetzt noch mal gucken nach der tiefen Erzmine. Ich weiß jetzt aber wirklich nicht, ob das funktioniert. Da bin ich gespannt. Vielleicht baue ich das auch umsonst. Aber danach kann ich es dann abreißen. Weil wir dann... auch die Kosten sparen. Ich habe hier immer noch 20 Betriebskosten zu laufen. Das ist ja auch unnötig eigentlich. Jetzt kommt eine Tonne noch. Kommt schon Werkzeug. Auf geht's. Da ist es. So. Jetzt werden wir mal sehen. Macht er was? Ne, der macht nichts. Er hat keine Aussicht, weil er schon mehr kein Erz hat. Okay. Eure Mine ist nutzlos geworden. Ja, genau. Das war clever. Zurück. Das hat überhaupt nichts gebracht. Das war komplett umsonst. Jetzt könnten wir aber gucken, ob wir hier hinten vielleicht eine... Ob wir diese Mine nochmal erweitern, ne? Klappt das hier schon?
Lager voll. Dann hol das doch mal ab, Mensch. Meine Güte. Okay. Jetzt habe ich das Schiff gerade schon losgeschickt, außerdem, glaube ich, oder? Flying Korablin, was hast du denn an Bord, Kumpel? Boah, das reicht schon. Okay, da werden wir hier jetzt mal hinfahren. Wenn wir gucken, ob wir hier die tiefe Erzmine bauen, dass wir mal ein bisschen effektiver wieder Werkzeug produzieren können. Okay. Wir schauen mal wieder, wie es aussieht hier. Stoffe knapp 80 Tonnen. Das sieht gut aus. Wir brauchen aber gleich auch Stoffe, um dann mit der Schneiderei Kleidung zu produzieren. Das bedeutet, die Stoffe brauchen sie aber trotzdem noch. Heißt, da wird einiges flöten gehen. Wir können aber immer noch keinen Kontor 4 bauen und immer noch keine große Werft. Okay. Trotzdem lassen wir die jetzt mal weiter arbeiten hier, die Jungs. Die können mal wieder sich ein bisschen entwickeln. Sieht schon echt schick aus, wenn hier so eine Kaufleute in Dewitz rumlaufen. Badehaus haben wir auch, meine Güte. Alles fürs Herzgewehr. Also der Galgen ist so ein Ding, das kostet 5. Es kostet 20. Euer Volk wünscht eine Hochschule. Eine Hochschule, okay. Das kostet 20 an Betriebskosten und bringt, glaube ich, überhaupt nichts. Also wüsste ich zumindest nicht. Oh, jetzt können wir theoretisch schon ein Stadttor bauen, einen Wachturm und eine Burg. Da wir aber noch, bis jetzt noch genug Platz haben und sich noch niemand mit uns verfeindet hat, würde ich das Geld erstmal sparen und noch nicht in die Kriegsmaschinerie investieren. Sparen wir uns einfach mal. Aber später werden wir es auch noch machen. Oh, Kontor 4, da haben wir es doch. Damit wir ein bisschen mehr lagern können. Irgendwo ist ein Vulkan ausgebrochen. Ist das unsere Insel hier? Auf jeden. Scheiße. Das hatte ich jetzt nicht auf dem Schirm, dass das da hinten passieren kann. Das bedeutet wahrscheinlich, dass gleich die Erzmine Schrott ist. Oh Mann, ey. Wir können natürlich auch mal so clever sein und einfach mal Erz auch auf Einkauf setzen. Gucken wir uns da was gibt für. So, wir sind auch angekommen mittlerweile. Wir werden mal alles raushauen, was wir haben. Gucken. Oh. Gucken mal jetzt, ob wir eine tiefe Erzmine da hinten hinknallen können. Und werden das dann jetzt auch mit einer Straße verbinden. Es sieht aber fast so aus, als wenn da auch nichts mehr zu holen ist. Boah, so ein Mist, ey. Okay. Hilft alles nichts. Ja, man hat noch nie geholfen. Wir müssen gucken, wo wir jetzt Erz herbekommen. Hier ist nichts. Hier ist nichts. Da oben. Da war Gold und Erz. Dann werden wir jetzt, bevor wir da hochfahren, uns direkt hier erstmal eindecken mit Ware. Dass wir auf jeden Fall ein bisschen was bekommen. Heißt, wir werden die erstmal wieder auf Pause setzen. Das Werkzeug hier abgrasen, hier oben links hochfahren und uns dann... Ja. Genau, das hatten wir mitgekriegt. Damit meint er wahrscheinlich welchen? Den hier oben. Genau, den können wir auch direkt wieder abreißen. Schade. Okay. Ja, wie gesagt, wir werden uns da oben dann Erz besorgen und das runterschiffen nach Dewitz. Das macht die Sache natürlich jetzt nicht einfacher. Aber ansonsten, wie sieht es denn hier aus mit Tabak? 20 Tonnen, ist immer noch knapp. Alles andere sieht gut aus. Sind die jetzt eigentlich ausgelastet hier? 87% und 100%. Okay, das schaut gut aus. Wenn wir jetzt Wolle noch im Konto hätten, könnte man sagen, wir bauen noch eine. Nee, lohnt nicht. Das scheint sich ganz gut auszugehen. Haben wir jetzt eigentlich schon ein bisschen Erz eingekauft? Na, 10 Tonnen haben wir drin. 4 Tonnen noch drin. Okay, das wird schon wieder sehr eng hier. Das wird auch eng. Okay. Kleinen Korablin, bist du schon da? Schon wieder die Insel gedreht hier. Wird noch einen Moment dauern. Ansonsten schaut es aber ganz gut aus. Können wir hier schon mehr Tabak bauen? Ne, hier fehlen die Ziegel. Haben wir hier oben auch noch Erz? Ne, da haben wir kein Erz. Hier ist auch nichts zu holen. Also das wird nachher schon relativ eng. Das Erz ist wirklich begrenzt nachher. So, vollgeknallt. Und hochgeschippert. Okay. Das wird dann, weil es eine kleine Insel ist, Rosenhagen.
Hier müssen wir auch noch einen Namen geben. Offenbach. Das wird Kapin. Spielstand gespeichert. Zwischendurch mal wieder sichern. So, da das aber erledigt ist, könnt ihr euch wieder weiterentwickeln, Jungs. Und dann geht's auch schon los. Kleidung und Schmuck. Als hätte ich es mir gedacht. Dann kann ich mir direkt da oben auch schon die Goldmine einrichten. Das andere scheint einigermaßen zu passen. Auch Tabak scheint ein bisschen zu wachsen. Das passt doch eigentlich ganz gut. Stoffe geht auch hoch. Ich traue mich jetzt aber noch nicht, uns Kleidung hier hinzuschmeißen, wo wir wirklich noch schön viel Platz auch auf der Insel haben. Wir haben wirklich ganz platzsparend gebaut und haben auch nicht so viele Häuser zu stehen. Wenn man jetzt sich die Insel direkt vollklatscht mit etlichen Pioniershäusern, hat man am Ende wirklich harte Probleme. Das geht meistens nicht gut. So, die arbeiten auch auf Hochtouren hier. Genau. Klein Korabin ist auch gleich da. Gucken wir mal, ob hier schon ein bisschen was angekommen ist. Nee, macht aber nichts. Lassen wir einfach ein bisschen laufen. Müssen wir hier schon irgendwo nachlegen. Ist wirklich nur Tabak, was fehlt. Oh, Eisenerz. Sehr gut. Das heißt, die können richtig gut produzieren hier. Das ist sehr gut. Und seitdem wir das auch so ein bisschen runtergeschraubt haben mit dem Holz. Euer Volk wünscht ein Theater. Meine Güte. Ja, das bauen wir noch nicht. Das werden wir erst ein bisschen später machen. Theater, Hochschule. Aber es wird auf jeden Fall noch kommen. Spielstand gespeichert. Okay, Flying Korablin ist da. Und wir laden erstmal alles aus. Und kümmern uns aber als erstes mal um die. Ums Erz. Und da stürzt er auch wieder ab. So, ein ganz kurzer Break. Wieder kleiner Spielabsturz, aber wir haben ja kurz davor gespeichert gehabt. Die Flying Korablin ist jedenfalls oben angekommen. Und dann kümmern wir uns direkt jetzt mal ums Erz. So, wir laden alles aus. Das haben wir eben natürlich schon gemacht gehabt, aber macht ja nichts. Und setzen die tiefe Erzmine direkt erstmal dorthin. Was fehlt uns denn hier? Geld! Oh, Geld. Das kommt überraschend. Wo ist denn das ganze Geld hin? Wir haben noch eine positive Bilanz. Das ist ja wirklich überraschend. Wahrscheinlich, weil wir so viele Erzminen und Kurs gebaut und wieder abgerissen haben. Könnte ich mir vorstellen. Aber es funktioniert natürlich trotzdem. Wir werden das direkt auch dann mal verbinden. Können wir eigentlich auch gleich durchziehen, die ganze Sache bis zum Gold. So. Brauchen wir noch was? Wir werden uns jetzt nochmal ein Schiff basteln, das uns dann von da oben das Erz und das Gold hier runterfährt. Wir werden die Produktion hier unten hinbauen. Das macht die ganze Sache ein bisschen übersichtlicher. Man könnte natürlich da oben direkt auch Gold produzieren. Dazu müssten wir da noch eine Goldschmiede bauen. Und vorher, glaube ich, noch irgendwas, ne? Die Wassermühle ist wofür? Ne, Wassermühle stellt auch das her, okay. Ne, also theoretisch könnten wir es hier oben auch direkt bauen. Wo können wir eigentlich auch? Was braucht er denn? Braucht er nur Gold oder auch Holz? Goldschmied. Ne, brauchen wir oben auch den Goldschmied hin. Sparen wir unten ein bisschen Platz. Das gönnen wir uns. Dann laden wir wieder ein bisschen was aus. Genau, das machen wir so. Wir setzen die Goldmine auch direkt an. Wenn wir dann wieder Geld haben. Wahrscheinlich, weil wir jetzt auch hart einkaufen, haben wir einfach mal gar keine Kohle mehr. Da werden wir erstmal was aufhören. Und bestimmt, weil die sich auch weiterentwickeln wie die Wilden, ne? Ja, das kann auch gut sein. Na, wir lassen sie erstmal noch. Wir lassen sie erstmal noch. Geld wächst ja nochmal ganz gut. Gucken wir mal ganz kurz, was die Nahrung, Eisen, ja, sieht gut aus, Werkzeug. Das passt alles, das passt alles. Ich denke mal, wir werden jetzt auch nochmal uns um Gold und Co. kümmern. Und dann werden wir auch schon wieder Feier machen für heute. Ein neues Schiff ist vom Stapel gelaufen. Das freut uns doch. Das müssen wir wieder speichern. Spielstand gespeichert. Dann setzen wir hier direkt die Goldmine, was wir nicht mehr können, weil wir keine Kohle haben. In der Zeit können wir dann aber schon mal das neue Schiff uns angucken. Flying Diana. Und die wird fahren nach Dewitz und nach Rosenhagen. Und in Rosenhagen gibt es Gold. Und ganz wichtig, nochmal, es gibt Erz. Es gibt Erz auf dieser Insel.
Auf das Schiff, auf das Schiff, aufs Konto, aufs Konto. Und zurück nach Davids. Ja, lass ihn noch. Und fliegt Diana. Dann schauen wir jetzt mal. Geld sieht schon wieder ganz gut aus. Können wir das sogar schon bauen. Der Goldschmied kann loslegen. Okay. Ja. Flying Kurobi, deine Arbeit hier oben ist getan. Pack deine Sachen. Und zieh von dann. Runter mit. Das sollte laufen. Okay. Wir haben uns gekümmert um neues Erz. Wir haben uns gekümmert um Gold. Wir haben tatsächlich alle Wünsche erfüllt, möchte ich fast sagen. Außer, okay, außer die Kleidung. Das ist das nächste, was wir noch angehen müssen. Da wir momentan aber keine Kohle haben, gesichert. Schieben wir das ein bisschen nach hinten. Lassen sich die Jungs mal ein bisschen entwickeln. Aber das Geld sollte ja gleich da sein. Also da wir auch relativ gut jetzt mit dem Stoff auskommen. Ach komm, Jungs, was soll's. Mädels, Entschuldigung. Ich wurde ja von einem von diesen hipster neuen YouTubern darauf hingewiesen, dass ich das dann doch bitte so ein bisschen genderneutral halten möchte. Das werde ich natürlich tun. Sehr gerne. Die Schneiderei, wo bauen wir die hin? Schneiderei, Jungs und Mädels. Wo passt das denn? Da hinten sieht das doch gut aus eigentlich, oder? Können wir die hier noch hinbauen? So in die Nähe von Schafsfarmen und so. Also so ein bisschen vernünftig halt noch, ne? Oh, wir haben gar keine Ziegel. Die können wir uns natürlich jetzt nicht für Straßen, die wollen wir nicht haben. Oh, wollen wir nicht haben, haben wir gesagt. Okay, das war dumm. Egal. Wir wollen hier noch eine Schneiderei. Jetzt werden mir hundertprozentig Ziegel fehlen und ich kann keine Schneiderei bauen. Mein Gott. Okay, doch. Hier brauchen wir ein bisschen mehr zwei von. Glaube ich mir jetzt auch seinen Raum zum Weiden. Das ist auch nicht wirklich klug gebaut, was ich gemacht habe. Macht nichts. Wir werden sehen, was passiert. Okay. Wir haben Tabak. Wir haben jetzt auch Kleidung. Schmuck ist unterwegs. Okay, Schmuck ist nicht unterwegs. Ich merke, ich habe einen Fehler gemacht. Flying Diana. Du musst nicht Erz und Gold mitnehmen, sondern Erz und Schmuck. Wir wollen ja gleich das Endprodukt mitnehmen. Das werden wir direkt mal ändern. Flying Diana holt sich Schmuck, lädt es aus. Genau, richtig. Jetzt sieht es doch besser aus. Kakao sieht auch gut aus. Läuft alles. Okay, hier oben ist auch kein Vulkan, das macht die ganze Sache ein bisschen einfacher. Oho. Eure Stadt hat 1000 Einwohner erreicht. Oh ja, sehr gut. 1000 Einwohner in Davids. 1001er. Ich würde sagen, damit werden wir die ganze Sache auch. Wir haben unsere Stadt tatsächlich ganz nach oben gebracht, aber denkt immer daran, das Glück ist eine Hure. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Spielstand.